Heute geht's um die Silberanalyse. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKC Management. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Elan und starten hier mit mir in den Sonntag rein. Ich möchte Ihnen heute mal etwas zeigen und Sie sagen mir danach, ob Sie das gut finden. Das ist mal was ganz Außergewöhnliches. Und zwar schauen wir uns heute an, wie, wenn es richtig optimal läuft, Trades funktionieren können. Und ich zeige Ihnen auch, was passiert, wenn es nicht optimal läuft und wie man deshalb ein richtiges Money Management führen sollte. Also Geldmanagement wie zu Hause auch, wie ja, es unsere Eltern und Großeltern früher eben noch gemacht haben mit einem kleinen Büchlein, wo die Ein- und die Ausgaben drin notiert wurden. Und so wollen wir das hier beim Trading auch machen, grundsätzlich beim Investieren. Sie schauen sich das Ganze jetzt bitte mal an. Und wenn Sie denken, dass ich Ihnen danach für den schönen Sonntag Mehrwert gegeben habe, lassen Sie diesem Video ein Like da. Los geht's. Also, wir schauen uns dazu einen super, super interessanten Markt an, wo ich immer sage, Leute, das sollten eigentlich viel mehr Leute, die etwas traden oder handeln wollen. Ich meine nicht Daytrading, ich meine jetzt auch nicht irgendwie nur zwei Tage, sondern mal Swingtrading, ganz locker einen Monat drinbleiben im Markt und hier richtig was rausnehmen. Dann fangen Sie doch mal an, sich für den Silbermarkt zu interessieren. Denn der Silbermarkt kann auf Basis unserer Analyse sehr kapitalarm getradet werden. Da brauchen Sie nicht 20.000, 30.000 Euro, um Positionen mit einem geringen Risikomanagement, also mit einer 1%-Regel zu handeln, sondern eben schon deutlich weniger. Möchte ich Ihnen heute mal zeigen. Bleiben Sie dran, schauen Sie es an. Wir schauen uns die Analyse an. Wie ist es gekommen? Wie hat man das handeln können? Wie kann man es umsetzen? Und dann dürfen Sie alle schön ins Restwochenende rausgehen. Als allererstes schauen wir uns eben hier den nackten Chart des Silber Future Kurses an. Wir handeln immer die Futures. Wir handeln diese mit dem Handelsinstrument CFD. Dazu jetzt aber erstmal gar nichts. Wir wollen uns jetzt erstmal die Situation anschauen. Was wäre hier der optimale Weg gewesen, wirklich das Optimum aus diesem Markt rauszuholen? Ja? Wenn wir es uns anschauen, drei Situationen. Einmal hier das bisherige Hoch am 8. März 2022. Dann ging es hier schön runter. Dann hatten wir ein weiteres Zwischenhoch, welches das alte Hoch nicht mehr erreicht hat. Auch wichtig, wenn man nämlich hier eine Position gesetzt hat und hier den Stop drüber, dann ist man hier immer noch drin. Und dann hat es hier richtig schön abverkauft. Und hier das Tief ausgebaut, schauen wir uns die zwei Daten auch an. Ich führe sie mal ganz langsam durch. 18. April und hier das Tief 13. Mai. Gut, jetzt muss man aber natürlich eine Glaskugel haben, um das Ganze hier zu wissen. Wir markieren uns aber hier mal wirklich die Optimumbereiche, wo man hätte einsteigen können, wenn man die Glaskugel gehabt hätte. So, einmal hier, das wäre ein Top-Bereich. Short, auf fallende Kurse setzen. Dann nochmals hier, das wäre natürlich an sich noch der profitablere Bereich und das wäre hier der profitabelste Trade gewesen. Der wäre über, was sind das ungefähr, waren Sie kurz, 28 Tage, also ein knapper Monat gegangen. Hätte man hier, wenn man sich das mal anschaut, was ist denn das, from top to bottom, ja, ziemlich genau 23% reiner Kursbewegung mitnehmen können nach unten. Und wenn man noch möchte und sagt, okay, man hat jetzt hier absolut hellseherische Fähigkeiten, dann hätte man auch noch gewusst, wo hier der Boden liegt und wäre hier nochmal long eingestiegen. Ja? So, natürlich alles schön in der Theorie. Wir fragen uns natürlich, wie ist es dann aber in der Praxis gelaufen? Weil in der Theorie kann man ja im Nachhinein alles schön sagen, oh, hier und hier und hier. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Das sind unsere Charts. Ich werde Ihnen das ganz genau aufgliedern, ob das auch wirklich stimmt und ob es auch wirklich exakt so gewesen ist, wie ich es jetzt erzähle. Hier hatten wir das erste Hoch gehabt. Ich hatte Ihnen die Daten vorher gesagt. Der 8. März. Hier ist unser Trendwendebereich für einen Short. Jeder konnte diese Short-Bewegung hier setzen. Wir machen das am besten gleich mal mit einer Replay-Funktion, zeigen die Timeline, dass es wirklich fair ist und dann gehe ich es nacheinander mit Ihnen durch. Sie folgen bitte einfach, um wirklich zu sehen, ob das hier stimmt und ob man es genauso handeln konnte. Wir starten hier los. Kommen hier rein von unten. Hier müsste jetzt bereits die automatische Order, die sogenannte Limit Order im Silber Future, ein Short auf fallende Kurse hinterlegt worden sein.
jetzt sagen sie, ja schön, da kann ja jeder im Nachhinein irgendwie die Box da drauflegen und dann einfach behaupten, er würde das hier treffen und so tun, als hätte er es richtig berechnet. Könnte man? Schauen wir es uns doch einfach mal an. So, wir gehen zurück in unser Archiv, das ist unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Das ist gerade der Silbermarkt hier, den Sie täglich abonnieren können. Es ist der 4.3., Sie sehen das hier im Chart. Wir haben diesen Bereich, das ist der Trendwendebereich, noch nicht erreicht. Man kann also hier bereits die Limit Order hinterlegen, sodass der Markt, also der Broker, automatisch die Position ausfüllt, bevor der Markt reingegangen ist. Sie müssen also nicht die ganze Zeit reinklotzen, sondern es wird automatisch gemacht. Das war also davor. Ja? Diese Position ist de facto am 4.3. bekannt gewesen. Schauen uns das Ganze wieder an. Wir kommen jetzt also hier raus. Die Zeit fährt weiter. So, spätestens jetzt, wenn Sie dann erfahren haben von uns, dass wir hier einen neuen Bereich hinterlegt haben, verkaufen Sie Ihre zweite Short-Position, weil Sie wissen, okay, wir kommen hier nochmal hoch. Zumindest aber mal die Hälfte realisieren Sie, weil Sie können sich ja sagen, okay, dieser Bereich ist ja immer noch nicht so hoch wie dieser, also theoretisch können Sie mit Ihrer Initial, Ihrer Initialposition weiter drinbleiben, einen Teil der Gewinne realisieren und sagen, hier stocke ich gleich mal meine weiteren Short-Positionen auf, ich erhöhe die Menge, somit die Firepower und bin dann noch mit mehr und mit einer größeren Position beim weiteren Short unterwegs. Wir spulen das Ganze hier weiter. So, und jetzt kommen wir hier rein, spätestens hier an der Unterkante 50er Retrace bei 25,77 hätte ich jetzt meine Short-Position aufgebaut, ja, damit man hier sicher dabei ist. Auch hier hätte man das denn davor gewusst. Wir haben jetzt hier, schauen wir es mal ganz kurz, wann wurde das Top ausgebaut. So, Top wurde ausgebaut 18. April. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier im Archiv an. Am 14. April, also 4 Tage vorher, haben wir das hier gezeigt, 4 Tage vor dem Top. Sie sehen, okay, der Markt ist hier reingekommen. Sie können jetzt also schon hier bei 25,90 Ihre Short-Position hinterlegen, den Stop immer 1% über dem Trendwendebereich setzen. Auch hier, ich glaube, ich habe das klar gemacht, 4 Tage vor dem Top haben wir das gesehen, haben wir es angekündigt, kommen hier runter und beginnen jetzt den Abverkauf. Hier war ja ganz klar unsere Prämisse, um das hier vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, das war der Zeitpunkt, wo alle von der Großoffensive der Russen gesprochen haben, massiv steigender Inflation, Anhebung der Leitzinsen, Lockdown, und zwar ein irrer Lockdown der Chinesen, der nach wie vor anhält. Und es wäre unmöglich, dass wir jetzt einen starken Abverkauf im Silber sehen. Sie werden sich daran erinnern können. Wir haben gesagt, wir gehen hier short. So. Und haben dann bereits hier den Long-Bereich gesetzt. Also gesagt, diese ganze Abwärtsbewegung wird hier enden. Wir werden hier den Boden ausbauen für diese Zwischenbewegung, um dann von dort zu starten. Das bedeutet für die Abonnenten von uns, die hier short gegangen sind, wenn dieser Bereich hier kommt, wissen die bereits, wo der Take-Profit, der automatische, das automatische Profit-Nehmen liegen soll. Nämlich hier an der Oberkante 61,8. bei $20,90. Auch hier treten wir den Beweis an. Wussten wir das davor? Wir haben bereits am 6.5., das sehen Sie hier im Archiv bekannt gegeben, das ist hier unser Bereich. Da konnten Sie sich darauf vorbereiten, aber mal davon abgesehen, das hört sich jetzt alles super flexmäßig an, aber ich zeige es Ihnen einfach nur so, wie es ist. Wer immer noch sagt, es wäre nicht möglich, nach dem, was ich Ihnen hier zeige, dass Sie präzise unter völliger Ignorierung sämtlicher Fundamentaldaten einfach ignorieren, nicht schauen, nur auf die Berechnungen gehen, sämtliche Zwischenbewegungen korrekt abfangen zu können und nicht nur das, Sie können es nicht einen Tag vorher, wir haben bereits am 6.5. verkündet, wo wir denken, dass der Markt dreht. Gucken wir uns den weiteren Kursverlauf an. So, spätestens hier ist jetzt dieser ganze Short rausgenommen. Sie realisieren den Gewinn. Wenn man es sich einfach mal, das kann man ja hier mit Hebel handeln, aber angenommen, man geht das einfach nur 1:1 rein. Unterkante zu Oberkante. Automatisch durch die Limit Order reingenommen, automatisch durch einen Take Profit rausgenommen. Dann haben Sie hier mindestens 18% reinen Kursgewinn mitgenommen. Hier in diesem Bereich können Sie, wenn Sie das für richtig halten, dies wiederum als Short, als Long-Bereich nutzen,
um hier eine Aufwärtsbewegung zu handeln, und zwar in diesen Bereich rein. Die ist zwar nicht so groß, wenn man diese Distanz hier sieht, dann zwar schon, da habe ich wieder den Ton an, excusez-moi, die ist zwar nicht so groß, aber wenn man einfach nur das hier sieht, ist eine kleine Bewegung von dieser Kante hier, Oberkante zu Unterkante, immerhin circa, ja, was sind das, 4,5%. Ist eine Frage, ob man das will, nachdem man hier Fett schon abkassiert hat, aber kann man machen. Schauen wir es uns an, wie ist es seitdem gelaufen? So, und das ist jetzt genau der aktuelle Kursstand, den wir jetzt haben. Wir sind jetzt gerade roundabout bei 21,90. Wir gehen davon aus, dass wir hier nun reinkommen, hier wieder eine Trendwende vollziehen, um dann von dort aus weiter abzuverkaufen. Um das auch hier mal ganz klar und transparent zu sagen, bedeutet das jetzt sicher, dass wir hier das nächste Mal treffen, weil wir es die letzten drei Male getroffen haben? Nein, bedeutet es nicht. Sie können beim Roulette 10-mal nacheinander die Schwarz haben und dann denkt man irgendwie, dass es realistischer wäre, dass jetzt ein 11. Mal die Schwarz ist. Es ist aber immer 50-50. Ich meine hier, und das sagen wir auch, wir haben hier ungefähr eine Trefferquote von 70%. Das heißt, wenn wir es 10-mal machen, dann liegen wir ungefähr 7-mal richtig, sie verdienen Geld und 3-mal verlieren sie Geld. Da liegen wir auch falsch, wir liegen auch mal so richtig brutal falsch. Ja? Aber in der Mehrheit der Fälle treffen wir es. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, was Sie hier beim Handeln haben müssen, was das Chancen-Risiko-Verhältnis angeht. Also auch hier ist es keine Garantie, dass es jetzt hält, aber wir haben es die letzten drei Male. Ich glaube, wir haben das aus diesem Chartbild seit Monaten das absolute Maximum, was man nur irgendwie rausholen konnte, haben wir hier rausgeholt. Wie könnte man so eine Bewegung jetzt handeln? Hier sollte der Markt jetzt drehen, um hier weiter runter zu gehen. Wohin eigentlich, möchte ich Ihnen ja auch ein langfristiges Bild zeigen, nicht einfach nur hier Trading-Geschichten. Es geht hier auch um die Entwicklung des Silbermarktes. Da schauen wir uns das langfristige Bild an. Das ist ein Zielbereich, den wir nunmehr seit, ich meine, es sind knapp 2 Jahre auf dem Chart haben. Das werde ich Ihnen aber fürs nächste Mal gerne rausholen im Archiv. Wir haben ja alle Updates der letzten Jahre hinterlegt. Wir haben also hier vor knapp 2 Jahren diesen Bereich hinterlegt. Seitdem eine Wahnsinns, wenn man sich das insgesamt mal anschaut, eine Wahnsinns-Seitwärts-Range ausgebaut, bis wir endlich einmal nun unter die 21,41 gefallen sind. Auch das war immer eine Schlammschlacht. Wir kamen hier nochmal stärker hoch. Die Leute haben gesagt, so ein Schwachsinn, das funktioniert nicht. Sie werden sehen, bei so einer Inflation Silber wird explodieren. Wir müssten bei 75 oder bei 100 Dollar die Unze stehen. Alles schön und gut. Wir sind ja per se auch Silberbullen, auch wenn es immer anders dargestellt wird. Wir sind große Bullen. Ich halte selber große Mengen physische Metalle. Ich kaufe die regelmäßig nach. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Situation, dass es charttechnisch, um diesen gesamten Bärenmarkt aufzulösen, um ihn finalmente zu beenden, ja, müssen wir hier nochmal runterkommen, unter die 20 Dollar. Das ist so der Mindestbereich. Wir waren ja hier eigentlich schon drunter, aber wir möchten es gerne hier nochmal deutlich tiefer sehen, in diese Box reingehend, einen finalen Boden ausbauend, um von dort aus, Sie sehen ja, wo der Pfeil hingeht, dann wirklich wieder einen Multijahres-Bullenmarkt zu starten, in dem wir uns ganz offensichtlich nicht befinden. Ich weiß, auch wenn Sie bereits sagen, hier, da sind wir ja hochgekommen, alles schön und gut, aber die Realität ist eben das, was wir jetzt hier ausbauen. Ja? Und wir sehen hier noch einen finalen Boden runtergehen. So, wenn wir das auch mal ganz kurz zeigen, auch hier ganz transparent, kurz auf den Goldchart, nicht hier einfach immer nur dieses, wir treffen jeden Bereich, nein, tun wir nicht. Schauen Sie mal, wir hatten hier einen Long-Trading-Bereich, hat funktioniert, Trendwende. Dann hier den Short, der hat auch sehr gut funktioniert. Und wer dann hier reingegangen ist, um den Long zu nutzen, setzt hier an der Oberkante die Long-Position, hier den Stop, hier kam er ganz knapp raus, hat nicht funktioniert und wir haben hier weiter abverkauft. Da lagen wir somit falsch mit unserer imminenten Prognose. Und theoretisch, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, jetzt für Gold gesehen, ja, Gold und Silber können Sie beides jeweils bei uns buchen unter www.hkcmanagement.de. Wenn Sie die täglichen Updates erhalten, erhalten Sie täglich hier die Einstiegsbereiche. Könnte es sein, dass wir ein zweites Mal hier falsch liegen, weil auch hier haben wir jetzt einen Short-Bereich. Wir kommen von unten rein, wir gehen davon aus, dass der Kurs im Primärszenario nun weiter abverkauft. Sollte er hier aber drüber gehen, dann müssen wir uns selber sagen, alles klar, hier ist diese Sache so nicht korrekt gelaufen. Und dann wären wir hier zweimal nacheinander falsch gelegen, während wir, was waren wir hier, glaube ich, auch ein-, zweimal nacheinander eben richtig gelegen. Ja? Dann werden sie ausgestoppt und sollten nicht mehr als 1% Ihres eingesetzten Kapitals, Ihres Gesamt-Trading-Vermögens eingesetzt haben. Ganz wichtig, wie macht man sowas? Vielleicht noch ganz kurz gezeigt.
Wir nutzen dafür, wie gesagt, einen sogenannten CFD-Broker. Da geben Sie hier Silver ein. Bei unserem jedenfalls, bei jedem Broker ist es eben anders. Wir handeln hier immer den Future-Kurs. Sie können natürlich auch den Silver Mini. Der ist noch kapitalärmer handelbar, also mit sehr wenig Geld. Dann gehen Sie hier auf den Silber Juli 2022, der aktuelle Future-Kontrakt. Ich habe ihn hier schon geöffnet. Wenn man hier beispielsweise weiter shorten wollte, dann hinterlegt man keinen Handel direkt, sondern einen Auftrag. Das ist die Limit Order, die also automatisch in den Markt hinterlegt wird. Gehen auf Verkaufen, geben hier den Einstieg ein, die Positionsgröße, den Stop Loss. Wie ich es Ihnen hier schon gezeigt habe, ich gehe nochmal zurück. Das wäre hier diese Position, würden sich dann automatisch in den Markt reinbringen. Den automatischen Take Profit, wo würde der denn liegen, wo müsste man es machen, dazu braucht man das tägliche Update, dann geben wir Ihnen nämlich genau den nächsten Bereich ein, wo Sie automatisch den Take Profit setzen können, Profit aus dem Markt rausnehmen, als auch den nächsten Long-Bereich wiederum einzugehen. An sich eine recht simple Sache, wie ich meine, wenn man sich an die klaren Regeln hält, die man vorgibt, wenn man sich an das Positionsmanagement hält und ganz, ganz wichtig, was ich immer sage, bitte nicht zu groß einsteigen, gerade wenn man sich noch nicht auskennt. Erstmal langsam anfangen. Das ist alles kein Spaß. Es ist, wenn Sie auf den Schießstand gehen und mit scharfer Munition schießen, dann fuchteln Sie hoffentlich auch nicht in der Gegend rum mit der Waffe, sondern Sie sind sich der Verantwortung bewusst und das sollten die meisten Leute beim Traden auch sein, was sie leider nicht sind. Deswegen erstmal mit einem Demokonto anfangen. Was kann ich noch sagen? Wie gesagt, ich mache hier nie Werbung für einen Broker. Wenn Sie da Interesse dran haben, irgendwas wissen wollen, schreiben Sie uns einfach an unter info@hkcmanagement.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Sonntag. Machen Sie es gut. Danke.